so eine Atmosphäre, ich weiß nicht, ob es das so nochmal gegeben hat für mich, wirklich vielleicht sogar das Spiel meines Lebens. Das war für mich natürlich ein Traum. Ich habe selber auf der Südtribüne gestanden, bin mit der Liebe zum BVB auch von meinem Vater erzogen worden. Habe einem Großteil der Spieler, die dann auch meine Mitspieler waren, eben noch von der Südtribüne zugejubelt. Und ja, dann wirklich dazu beizutragen, nach über 30 Jahren, also die Stadt hat ja so danach gefiebert, endlich mal wieder deutscher Meister zu werden. Ja, es war natürlich schon eine skurrile Situation, weil natürlich gerade Fleming, Schappi und Kalle Riedle so ein bisschen alle drei meine Vorbilder waren, an denen ich mich orientiert hatte, auch als offensiver Spieler. Und dann haben sich im Laufe der Saison alle drei mit dem Kreuzbandriss verabschiedet. Und auf einmal war ich nicht nur Teil des Kaders, sondern musste auch dafür sorgen, dass wir da die Meisterschaft holen sollten. Aber Jugend heißt eben auch unbekümmert zu sein. Dementsprechend habe ich mir da auch keine großen Gedanken gemacht. Und Ottmar Hitzfeld hat es damals als Trainer auch nie als Alibi gelten lassen, dass da jetzt mit mir und Ibrahim Tanko der sogenannte Babysturm aufgelaufen ist. Also hat uns da auch durchaus viel Druck weggenommen. Und ja, umso schöner natürlich, dass ich dann meinen Teil dazu beitragen konnte, dass wir nach über 30 Jahren dann endlich mal wieder Deutscher Meister geworden sind. Ich war mir ziemlich sicher, dass wir vor dem letzten Spiel, dass wir Deutscher Meister werden. Weil ich war mir sicher, dass wir unser Spiel also mindestens 2-0 gewinnen werden. Und ich war auch optimistisch, dass die Bayern gegen Bremen dann gewinnen oder zumindest einen Punkt holen. Weil es war ja auch damals die Situation, dass Otto Rehhagel dann in der darauffolgenden Saison, das war ja schon klar, zu den Bayern geht. Und ich glaube, die wollten nicht, dass Otto Rehhagel dann in ihrem Stadion die Meisterschaft feiert. Mit Mentor ist natürlich ein Traum für mich in Erfüllung gegangen, weil mein Anspruch war es auch immer, wenn ich schon mal Profi werde, dann will ich auch irgendetwas schaffen, was über meine Karriere vielleicht Bestand hat, womit man mich auch in Verbindung bringt. Ja. Und es ist vielleicht ein Stück weit auch mit dem Tor gelungen und dann war ja auch ein ganz schönes Kopfballtor. Ich glaube schon, dass ich eine ganz gute Kopfballtechnik hatte und ganz gute Sprungkraft, was mir in der Regel nicht viel geholfen hat, weil ich einfach nicht der Größte war. Aber in dem Moment gut gegen die Laufrichtung. Ich glaube, Richard Golz war damals ein Tor, der war ja auch nicht so klein. Auch dieses Tor natürlich eines der größten Highlights in meiner Karriere. Immer eine fantastische Stimmung im Stadion. Damals gab es ja noch irgendwie kein Social Media, sondern jeder hatte irgendwie so ein Radio dabei und dann brandete das irgendwo auf im Stadion und wie so ein Lauffeuer ging das dann durchs Stadion. Alle haben sich gefreut, also so eine Atmosphäre, ich weiß nicht, ob es das so nochmal gegeben hat hier bei uns im Stadion. Und als ich dann irgendwann in der 70. Minute, glaube ich, ausgewechselt wurde, also da bin ich wirklich mit einer Träne schon runtergegangen, weil relativ deutlich war oder klar war, dass wir jetzt auch Deutscher Meister werden. Also für mich wirklich vielleicht sogar das Spiel meines Lebens.